Ja, auf was kann unser Verband stolz sein? Ich denke, es gibt einen Haufen Sachen, die wir sehr gut gemacht haben im 2018. Die Themenpalette ist unwahrscheinlich breit. Wir haben es geschafft, mit den Kommissionen, mit dem Vorstand, mit unseren Mitgliedern in Gespräche und Diskussionen Stellungnahmen auszuarbeiten, wo wir auch gegen aussen hier können tragen. Das ist nicht in allen Themenbereichen so einfach gewesen, aber ich denke, mich ist stolz sein, in der Komplexität gleich eine Stimme gegen aussen zu vertreten haben im 2018. Ja, 2018 haben wir natürlich verschiedene Akzente gesetzt. Ich kann hier nicht eine abschließende Aufzählung machen. Ich würde sagen, drei Sachen, die im Vordergrund stehen. Einerseits das ganz grosse Verordnungspaket Energiestrategie 2050, das der Bund am 1. Januar in Kraft gesetzt hat, wo wir mit fünf Veranstaltungen quer durch das Land begleitet haben, wo wir Mitgliedunternehmen eingeladen haben, damit wir die Umsetzung diskutieren können, in enger Zusammenarbeit mit dem BFE. Weiter haben wir diverse Meinungsartikel gehabt. Es war ein politisch intensives Jahr gewesen, bezüglich Wasserzins und Wasserkraft, wo wir in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen haben unsere Meinung kundgetan, damit wir dort auch können, unsere Besorgnis bezüglich Wasserkraft und Ausgestaltung des Wasserzins kundtun. Und last but not least, das ist ein internationaler Aspekt, hat der Präsident im Herbst in Berlin ein Joint Appeal mit anderen 9 Verbänden unterschrieben. Und dort haben die 9 Verbände plus der VSE in Europa ihre Besorgnis Ausdruck verleihen, dass über die Zeitachse in Europa bis 2035 massiv gesicherte Leistung abbauen wird und sich hier heute sich ein Fragezeichen hinter der Versorgungssicherheit abzeichnet. Ja, mein persönliches Fazit zur Energiepolitik 2018 ist mannigfaltig. Ich denke, die Welt, die Stromwelt, die Energiewelt befindet sich vollkommen im Umbruch. Haufen Fragen sind da und es scheint mir wichtig zu sein, dass wir feststellen, dass im 2018 wir zumindest einmal die richtigen Fragen hier können stellen. Und das ist wichtig, bevor man die guten Antworten dazu hat. Themenkomplexe und Themenbereiche kennen wir. Es bleiben halt, es sind halt ein bisschen Dauerbrenner. Es ist Europa, es ist Marktdesign, es ist Ersatz der Nuklearkraftwerke, es ist Klima, es ist Wasserzins. Das sind Themen, die im 2018 aktuell waren. Sie werden es noch ein bisschen bleiben. Aber Michael, da musst du noch etwas dazu sagen. Ich würde hier noch beifügen, dass gerade in Kraftsetzung der Energiestrategie 2050 natürlich man auch sieht, dass in der Realität die Umsetzung von diesen vielen Sachen, gerade mit diesem grossen Verordnungspaket, nicht immer so ganz einfach ist, wie man sich das mal vorgestellt hat. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass mit den ganzen Verordnungen, mit den ganzen politischen Vorstössen und Paketen das Rad immer schneller dreht, was der Branche nicht einfacher macht, dort hier hinten nachzukommen und der Politik zu folgen. Und Themenvielfalt, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, der immer grösser wird. Und dort ist es natürlich für einen Verband ganz entscheidend, dass wir dann auch eine Meinung haben zu den verschiedenen Themen, die uns Politik auf den Tisch legt. Ja, wieso sollte man Mitglied sein beim VSE? Erstens möchte ich unterstreichen, dass wir sehr stolz sind, dass wir so treue und gute Mitglieder haben, die sich identifizieren mit den Interessen der Branche und die auch bereit sind zu bündeln in unserem Verband. Unser Verband hat nach wie vor sehr grosse Trümpfe zu spielen. Wir sind sicher einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Vektor gegenüber uns in der Politik, von unserer Branche, gegenüber Gesetzgebungen. Wir sind aber sicher auch jemand, der unwahrscheinlich viel tut für die Ausbildung von der Branche, von unseren Mitgliedern. Wir erstellen auch Branchendokumente. Wir sind sicher auch eine gute Plattform für Beziehungen zu knüpfen, Netzwerk zu pflegen. Also es gibt eine ganze Palette von Argumenten, wo ich überzeugt bin, dass es sich lohnt, VSE-Mitglied zu sein.
Da haben wir noch ein paar Fragen. Was machen wir mit denen? Das packen wir jetzt an 2019.